Hallo und willkommen zu dem Video. Ich möchte jetzt ein paar Worte zu dem Authorization Framework OAuth 2 sagen und da eher auf die Prinzipien eingehen, anstatt auf die Technik. Worum soll es gehen? Wir wollen uns erstmal die Ausgangssituation anschauen. Welche Situation finden wir vor, dass wir OAuth einsetzen wollten? Eine kleine Übersicht über den Ablauf und dann auch noch in die Details etwas mehr einsteigen. Wenn wir uns die Ausgangssituation erstmal vorstellen, dann finden wir ein verteiltes System auf jeden Fall vor mit einem Server und einem Client. Auf dem Server werden Daten bereitgestellt für verschiedene Nutzer und der Client greift auf den Server zu. Das können jetzt Clients sein, die irgendwo im Web, im Browser laufen oder auch Desktop-Clients oder verschiedene andere Clients, die hier über eine Internetverbindung zu dem Server kommunizieren müssen. Und wenn wir über eine Internetverbindung zu dem Server kommunizieren müssen, dann müssen wir natürlich auch die Anfrage und die Antwort schützen vor unberechtigtem Zugriff auf die jeweiligen Daten. Und da tauchen schon bei diesem Stichwort ein paar Fragen auf, nämlich ist es wirklich der Nutzer XYZ, der gerade anfragt, vom Client in den Server hinein? Und das ist die Authentifizierung. Authentifizierung, da steckt eine Echtheit drin und diese wird geprüft und diese muss auch beim Server abgeprüft werden, um zu erkennen, dass es hier der richtige Nutzer ist, der auf die Ressource zugreifen möchte. Und dann haben wir noch einen zweiten Aspekt, nämlich die Autorisierung. Welche Rechte hat ein Nutzer, der gerade darauf zugreifen möchte? Also vorausgesetzt, er hat das richtige Login und das richtige Passwort präsentiert. Der Server nimmt das entgegen, erkennt, dass dieser Nutzer zugreifen darf, dann muss der Server noch bestimmte Möglichkeiten haben, um zu sagen, der Nutzer, der diese Berechtigung jetzt bekommt, der darf auf X und Y zugreifen, aber eben nicht auf Z. Und dann haben wir noch verschiedene Herausforderungen, die in größeren Infrastrukturen auftauchen können. Beispielsweise, dass wir mehrere Server innerhalb von einer Organisation, einer Hochschule oder auch einem Unternehmen haben können. Das kann in der Hochschule vielleicht die Notenverwaltung sein, die dort ein System ist, das Lernmanagementsystem Opal oder auch allgemeine Intranet-Seiten, auf die wir zugreifen möchten als Nutzer. Und dann möchten wir bei diesem Zugriff, bei diesen Zugriffen auf die verschiedenen Systeme nicht jeweils unterschiedliche Login-Passwort-Kombinationen haben, sondern wir möchten in dieser gesamten Organisation, in diesem Unternehmen mit einer Login-Passwort-Kombination darauf zugreifen. Das ist also eine Frage der Bequemlichkeit und die möchten wir hier für die Nutzer realisieren. Gleichzeitig möchten wir dann auch für die Nutzer sehr feingranulare Zugriffsrechte realisieren können. Das heißt, dass sie unterschiedliche Berechtigungen haben in den jeweiligen Systemen. Und dazu zählt dann auch, dass wir die jeweiligen Systeme, Notenverwaltung, Lernmanagementsystem oder Intranet, auch einheitlich koppeln wollen mit einer Instanz, die über Login und Passwort Bescheid weiß. Und das heißt, wir verlagern das Management von Login und Passwort oder Zugriffsrechte allgemein in eine weitere Komponente und lassen die dann mit den jeweiligen Teilsystemen kommunizieren. Wenn jetzt hier im Folgenden immer von Login und Passwort die Rede ist, dann ist das eine Möglichkeit, den Nutzer zu identifizieren und den zu prüfen, ob er diese Berechtigung hat. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, über die möchte ich jetzt hier nicht sprechen, aber die sollen immer synonym dafür stehen, dass Login und Passwort hier genutzt wird. Und jetzt schauen wir uns einfach mal an, welche Systemkomponenten wir brauchen, um das OAuth zu realisieren. Da haben wir zum einen den Client, der visualisiert für unsere Nutzer das, was wichtig ist für den jeweiligen Zustand in der Anwendung. Also er präsentiert Formulare beispielsweise, gibt Informationen und schafft die Möglichkeit, auch Eingaben vom Nutzer entgegenzunehmen. Dann haben wir den Server auf der rechten oberen Seite. Dort liegen die eigentlichen Nutzdaten. An die möchte der Nutzer heran über seinen Client auf diese Nutzdaten schauen, sodass er mit denen interagieren kann. Und dann haben wir bei OAuth noch ein weiteres System, was konkret benannt ist, nämlich ein System für die Rechteverwaltung. Dort, wo die
Informationen über Login und Passwort liegen, wo auch dann ganz konkret abgeprüft werden kann, ob es das richtige Login und das richtige Passwort ist und wo auch Rechte hinterlegt sind, die dann den feingranularen Zugriff ermöglichen, also bestimmte Daten dann sichtbar machen für den Nutzer oder bestimmte Daten vor dem Nutzer verbergen, weil er nicht genügend Rechte hat, um alles zu sehen. Und dann ist das in OAuth verbunden mit einem bestimmten Ablauf, den wir hier ganz grob erstmal sehen und den wir in den weiteren Folien dann auch noch ganz detailliert betrachten. Der erste Punkt ist, dass der Nutzer sein Login und Passwort eingibt. Das macht er im Client, das macht er in der Benutzeroberfläche und dann übernimmt der Client das Senden zur Rechteverwaltung zunächst. Und die Rechteverwaltung prüft dann, ob das Login und Passwort richtig ist und wird dann auch einen, so man könnte sagen, Passierschein zurücksenden, auf dem dann steht, welche Rechte der Nutzer hat und dass es eben der Nutzer ist, der hier vorgibt, er zu sein. Und dann befindet sich zunächst dieser Passierschein auf der Seite des Nutzers, also nahe beim Nutzer in dem Client. Und wenn dann der Client andere Daten aufrufen soll, in Vertretung für den Nutzer, dann fragt er diese an und präsentiert dem Server den Passierschein. Auf dem Passierschein steht dann, dass es ein bestimmter Nutzer ist. Es können dann auch spezielle Nutzerdaten abgegriffen werden. Und welche Rechte der Nutzer hat, steht auch auf dem Passierschein, sodass der Server weiß, was er dem Client und damit dem Nutzer hier an Daten freigeben darf. Damit haben wir erstmal eine allgemeine Übersicht über die Komponenten. Und jetzt gibt es in OAuth auch noch spezielle Begriffe für diese Komponenten, die wir jetzt hier dargestellt haben und in die wir uns hineinfinden müssen, um dann OAuth im Detail uns auch anschauen zu können. Da haben wir zunächst mal den Client und der übernimmt, wie das üblich ist bei Clients, auch bei Webanwendungsclients, die Darstellung der Benutzerschnittstelle und kommuniziert mit dem Nutzer. Der Client realisiert auch die technische Kommunikation für den Nutzer, also der Nutzer muss keine kryptischen Datenpakete an einen Server senden, sondern bekommt diese Datenpakete generiert vom Client im Hintergrund. Der Nutzer kann in seiner natürlichen Sprache dann mit dem System kommunizieren. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um so einen Client zu realisieren. Das hatte ich eingangs schon gesagt. Das ist bei uns eher eine Webanwendung. Das können aber auch Desktop-Anwendungen oder Apps oder andersartige Clients sein. Und dann haben wir den Resource Owner. Der Resource Owner, das ist der Nutzer. Und der besitzt diese Daten in der Ressource und möchte jetzt an diese Daten herankommen. Und um auf diese Daten zugreifen zu können, würde der Resource Owner dann sein Login und Passwort präsentieren, dem Client präsentieren und dann auch darauf zugreifen können. Und dieser Resource Owner, das kann nicht nur eine natürliche Person sein, sondern es kann auch eine technische Komponente sein, die irgendwie im System eine Rolle spielt, die aber die Freigabe ermöglicht, um dann auf Daten zuzugreifen. Dann haben wir noch den Resource Server, der verfügt über die Daten, dort sind die Daten gespeichert und der verwaltet die sozusagen stellvertretend für verschiedene Resource Owner und gibt dann den Zugriff frei, wenn entsprechend Login und Passwort präsentiert werden. Er hat die Möglichkeit, dass er den Zugang einschränkt, dass er also für bestimmte Nutzer sagt, dass sie die Daten nicht bekommen dürfen und dementsprechend auch die Möglichkeit, um Daten freizugeben. Natürlich muss sich der Resource-Server auch darüber Gedanken machen, hier besonders sicher zu sein, vor Angriffen geschützt zu sein. Speziell darum wollen wir uns jetzt hier aber nicht kümmern. Wir schauen uns an, was für ein Mechanismus in dem OAuth-Standard hinterlegt ist. Und speziell beim Resource-Server muss noch die Fähigkeit vorhanden sein, dass er ein sogenanntes Access-Token versteht. Und das ist ein Token, was dann als Ersatz für Login und Passwort gegeben wird, was aber beinhaltet, dass ein bestimmter Nutzer diesem Token zugeordnet ist und dass auch dort bestimmte Rechte in dem Token hinterlegt sind. Das muss er verstehen, der Resource-Server, und kann dann basierend darauf die Daten freigeben. Und dann haben wir noch den Authorization-Server, der nimmt Passwort und Login entgegen von dem Client, Passwort und Login des Resource-Owners. Und der kann dann ein Access-Token auch erzeugen, der ist in der Lage, das entsprechend
mit den Rechten auszustatten und der Nutzer-ID und kann das dann zurückgeben an denjenigen, der angefragt hat. Der hat auch noch ein paar andere Möglichkeiten, dort in dem OAuth-Framework seine Aufgaben zu erfüllen. Dazu kommen wir dann später noch. Und jetzt ziehen wir diese Komponenten einfach mal ein bisschen auseinander, um genau zu schauen, welche Abläufe hier notwendig sind, um eine Ressource freizugeben, basierend auf OAuth 2. Da haben wir zunächst mal den Teil, dass die Autorisierung kommuniziert werden muss. Also der Resource Owner wird gefragt, der Nutzer wird gefragt nach dem Passwort. Das passiert mit Hilfe eines Formulars. Im Client wird ein Formular präsentiert. Im Formular muss der Resource Owner dann sein Login und Passwort eingeben. Und das wird im Client dann zunächst mal gespeichert. Und da gibt es zwei Begriffe, die hier auftauchen, Authorization Request und Authorization Grant. Das ist also das, was der Nutzer dann eingibt und der Client verfügt damit über die Zugangsinformationen. Und der Client wird das dann nutzen, um diese Autorisierung weiterzugeben, um also beim Authorization Server Login und Passwort zu präsentieren. Und dann hofft der Client natürlich, dass das richtig ist und erwartet einen Access-Token zurück vom Authorization-Server, mit dem er dann weitergehen kann. Das Access-Token wird auch ausgestellt vom Authorization-Server, wenn Login und Passwort stimmen. Und wenn das nicht stimmt, dann wird eine entsprechende Fehlermeldung zurückgegeben und der Client muss das behandeln und dann gegebenenfalls noch einmal mit dem Resource-Owner, mit dem Nutzer, kommunizieren. Wenn der Client dann über das Access-Token verfügt, in dem etwas über den Nutzer drin steht, nicht mehr Login und Passwort, aber vielleicht eine allgemeine ID und wo auch die Rechte hinterlegt sind, dann kann er dieses Access-Token nutzen, um die Ressource anzufragen. Um also dort, wo die Daten liegen, im Resource-Server, das Access-Token zu präsentieren, vorzuzeigen und damit zu sagen, hallo, ich bin der entsprechende Nutzer, ich möchte auf etwas zugreifen, ich möchte Daten zurückbekommen. Und der Resource-Server prüft dann, ob das Access-Token tatsächlich gültig ist. Es wird geprüft, welcher Nutzer das ist und es werden dann die entsprechenden Daten zurückgeliefert bei Zulässigkeit. Also wenn das Access-Token in Ordnung ist, dann wird im Schritt F hier etwas zurückgeliefert und das sind zweckmäßigerweise dann diese Daten, die der Resource Owner über den Client angefragt hat. Das ist erstmal der grundsätzliche, der hauptsächliche Mechanismus, der in OAuth 2.0 abläuft. Und damit können wir auf eine Ressource zugreifen. Und jetzt haben wir noch einen weiteren Teil. Wir können uns nämlich vorstellen, dass das Access-Token vielleicht zeitlich beschränkt ist und dass es irgendwann auch abläuft. Und wenn es abgelaufen ist, dann würde das Access-Token nicht mehr gültig sein. Dann müsste man sich darum kümmern, die Berechtigung zu erneuern. Und dafür gibt es das sogenannte Refresh-Token, was auch im OAuth-Standard vorgesehen ist. Und das kann optional in dem Autorisierungsdienst dann auch angefordert werden und wird dann mit zurückgeliefert beim ursprünglichen Senden. Und damit letztendlich kann man erneuern, kann man die Autorisierung, die Authentifizierung erneuern und muss sich dann nicht nochmal explizit um das Eingeben von Login-Passwort und den Start dieses Autorisierungsprozesses kümmern, sondern man kann einfach mit dem Refresh-Token erneuern und im Hintergrund sozusagen für ein neues Access-Token sorgen. Das schauen wir uns jetzt im Detail einmal an. Im ersten Schritt müssen wir wieder die Autorisierung kommunizieren. Das ist genauso wie zuvor schon erklärt. Es wird über ein Formular im Client abgefragt, wie Login und Passwort sind. Der Resource Owner, der Nutzer, muss das eingeben und präsentiert das entsprechend dem Client. Der Client würde im nächsten Schritt eine Anfrage nach einem Access-Token stellen. Im Schritt C würde das an den Authorization-Server gesendet werden. Und er fragt gleichzeitig auch an, ob ein Refresh-Token ausgeliefert werden kann. Der Authorization-Server würde dann auch wieder Login und Passwort prüfen, ob das zulässig ist, und würde dann etwas zurückliefern. Was würde er zurückliefern? Er würde in dem Fall, wenn wir uns für einen Refresh-Token interessieren, nicht nur das Access-Token zurückliefern, sondern auch das Refresh-Token. Und damit hat der Client dann die Möglichkeit, später die Verbindung, die sichere Verbindung auch noch einmal zu
erneuern und damit den Schutz der Verbindung fortzusetzen. Und dann würde im nächsten Schritt der Client wieder den Resource Server anfragen, so wie auch zuvor schon erläutert. Er würde das vielleicht mehrfach ausführen und dann mehrmals auf bestimmte Datenbestände zugreifen. Und das macht er für eine bestimmte Zeit. Er präsentiert immer wieder das Access Token, um dem Resource Server hier zu zeigen, dass er die entsprechenden Rechte hat. Und dann könnte es sein, dass aber irgendwann vielleicht diese Zeit abgelaufen ist und dass das Access-Token nicht mehr gültig ist. Und dann würde der Server eine entsprechende Meldung zurücksenden. Das ist hier diese Meldung F-Stern. Und in der ist die Information enthalten, dass das Access-Token nicht mehr gültig ist, weil hier ein bestimmtes Zeitfenster abgelaufen ist. Ein Zeitfenster, in dem das Access-Token gilt. Das kann man bei Webanwendungen beobachten. Wenn man dort lange nicht auf die Webanwendung zugegriffen hat, dann muss man dort Login und Passwort erneuern. Und wir möchten jetzt nicht noch einmal Login und Passwort eingeben, sondern wir möchten jetzt diesen Refresh-Mechanismus in OAuth nutzen und ein Refresh-Token nutzen. Und dafür wird im Schritt G auch wieder vom Client an den Authorization-Server diese Nachricht gesendet, dass hier ein Refresh-Token vorliegt. Das Refresh-Token wird gesendet an den Authorization-Server und der bekommt damit die Information, dass er nochmal ein Access-Token ausstellen muss. Ein Access-Token, was dann wiederum für eine weitere Zeit gültig ist. Und genau dieses Access-Token mit einem neuen Refresh-Token sendet er dann im Schritt H zurück an den Client. Und der Client verfügt damit über ein neues Access-Token, über ein neues gültiges Access-Token und das kann er dann wieder in den Schritten E und F nutzen, um den Resource-Server anzufragen. Und damit haben wir jetzt die Möglichkeit, eine Verbindung auch zu erneuern, eine sichere Verbindung auch zu erneuern, wenn das Access-Token abgelaufen ist. Wir nutzen einfach das Refresh-Token. In diesem Abschnitt möchten wir uns jetzt noch anschauen, wie das sogenannte Authorization Code Grant funktioniert. Wofür ist das gedacht? Das ist dafür gedacht, dass der Client nicht Kenntnis erlangt von Login und Passwort. Es könnte ja sein, dass der Client ein Client ist, der hier einen bestimmten Angriff vielleicht machen möchte, der Teil eines Systems ist, der eine bestimmte Schadwirkung hervorrufen möchte. Und dafür möchten wir dem Client eben nicht die Möglichkeit geben, hier über Login und Passwort Bescheid zu wissen. Und deswegen bauen wir hier einen Mechanismus ein, bei dem wir die Login-Daten, also Login und Passwort ganz konkret, beziehungsweise ähnliche Autorisierungsmöglichkeiten, an dem Client vorbei zum Authorization-Server senden, sodass wir ein Access-Token bekommen. Der Client ist dann aus der Kommunikation von Login und Passwort erstmal raus, verfügt aber dann später trotzdem über die Möglichkeit, dem Nutzer die Daten zu holen vom Resource-Server, weil er dann das Access-Token bekommt. Wie läuft das jetzt im Detail ab? Zunächst mal wird der Client von einem bestimmten Server, von einer bestimmten Webanwendung geladen. Und der Client wird auf einen bestimmten Authorization Server gelenkt, dort wo die Autorisierung dann passieren soll. Und dafür fragt jetzt nicht der Client zunächst mal nach Login und Passwort, sondern über den Browser, der jetzt hier explizit noch einmal herausgenommen ist aus diesem Bild, aus diesem Client-Block, über den Browser fragt der Client den Authorization Server an. Und der Authorization Server nimmt dann nicht Login und Passwort direkt vom Client entgegen, sondern er macht eine Weiterleitung auf eine eigene Seite, auf eine eigene Formularseite und auf dieser eigenen Formularseite gibt der Nutzer dann Login und Passwort ein. Der Nutzer gibt also Login und Passwort nicht auf dem Client ein, sondern auf einer separaten Seite des Authorization Servers. Wenn der Nutzer Login und Passwort korrekt eingegeben hat, dann kann das der Authorization Server erkennen und leitet jetzt den User Agent, also den Browser, zurück zum entsprechenden Client
Und dieser Client hat dann die Möglichkeit, mit einem bestimmten Authorization Code sich wieder an den Authorization Server zu wenden und bekommt dann direkt vom Authorization Server ein Access Token. Den Authorization Code, den der Client präsentiert, den der Client dem Authorization Server präsentiert in Schritt D, den prüft der Authorization Server, ob der zu dem passt, was vorher schon durchgeführt wurde und ob der Authorization Code dementsprechend gültig ist, für dieses System auch, von dem der Client aus kommuniziert. Und dann wird bei Zulässigkeit der Authorization Server einen Access Code zurücksenden, möglicherweise mit Refresh Token zusammen, für das spätere Erneuern der Verbindung. Und dann hat der Client den Access Token. Der Client muss damit nicht über Login und Passwort Bescheid wissen, sondern muss lediglich diesen Mechanismus mit der Weiterleitung realisieren können, sodass wir den Access Token letztendlich dann im Client haben, um weitere Anfragen an den Resource Server durchzuführen. Und das würde jetzt auch im Folgenden passieren. Das ist jetzt hier ausgeblendet, weil es hier jetzt speziell um den Authorization Code Grant geht. Die Ressource würde durch den Client angefragt werden mit Präsentation des Access Token, der jetzt beim Client liegt für den entsprechenden Nutzer, für den entsprechenden Resource Owner. So viel erstmal zu den Mechanismen in OAuth 2. Und jetzt möchte ich nochmal ganz kurz die Vorteile und Nachteile zusammenfassen. Wir haben also bei dem OAuth-Mechanismus einen separaten Authorization Server und nur der muss Login und Passwort kennen. Es muss sich nicht jeder Server, der eine Ressource betreibt, separat um Login und Passwort kümmern, sondern vielleicht innerhalb einer größeren Infrastruktur in einer Organisation kann das ein Server übernehmen, der dann auch die entsprechenden Rechte vergeben kann. Der Resource Server auf der anderen Seite muss natürlich dort auch die Informationen bekommen über den Nutzer mit der Nutzer-ID und die entsprechenden Rechte, die in einer Rolle hinterlegt sein können, und hat dann sozusagen das Wissen, welcher Nutzer hier am Client sitzt und welche Daten er dann freigeben darf. Wenn wir jetzt auf einen Resource Server einen Angriff betreiben, um vielleicht die Daten zu bekommen, und dann vielleicht auch in den Resource-Server reinkommen, dann haben wir zwar die Nutzerdaten, aber wir haben nicht automatisch auch Login und Passwort. Login und Passwort liegen im Authorization-Server und dort liegen sie noch einmal besonders sicher. Und wir haben auch die Möglichkeit, wenn wir mehrere Systeme innerhalb unserer Organisation haben, dass wir das gleiche Login und Passwort für mehrere Ressourcen nutzen und dass wir uns dann bei den unterschiedlichen Systemen nicht mit verschiedenen Logins gegebenenfalls dort anmelden müssen. Es gibt natürlich auch Nachteile, denn wie Sie sehen in den Abläufen, die hier dargestellt waren, haben wir einen deutlich höheren Implementierungsaufwand. Wir fragen eben nicht nur den Server mit der Ressource an und präsentieren dem ein Login und Passwort, sondern wir haben einen relativ komplexen Ablauf in Kombination mit dem Authorization Server, den wir hier realisieren müssen. Und das birgt natürlich die Gefahr von Fehlimplementierungen, weil vielleicht der eine oder andere dann nicht den vollständigen Ablauf realisieren kann. Gleichzeitig ist der Authentication Server auch ein Single Point of Failure. Das heißt, wenn dieser Server ausfällt, dann sind auch die anderen Systeme betroffen, weil dort nicht mehr der Access Token bekommen werden kann und weil damit die Ressource verschlossen bleibt. Das heißt, wir müssen uns auch um besondere Betriebssicherheit dieses Authentication Servers kümmern. Und was auch noch eine Gefahr ist, dass wir vielleicht Phishing-Angriffen ausgesetzt sind, die hier in Kombination mit dem Authentication Server betrieben werden. Das heißt, man könnte vielleicht ein gefälschtes UI dem Nutzer versuchen unterzujubeln, was aussieht wie der eigentliche Authentication Server, und versuchen dann die Nutzerdaten abzugreifen. Im Hintergrund wird natürlich dann kein richtiges Access Token erzeugt, sondern es wird nur Login und Passwort abgegriffen und damit hätte ein Angreifer dann gegebenenfalls die Möglichkeit, in der Infrastruktur auf verschiedene Ressourcen zuzugreifen, auf verschiedene Ressourcen, für die Login und Passwort gelten würden. So viel erstmal zu
OAuth 2, den Mechanismen in den verschiedenen Bereichen und die Vorteile und Nachteile nochmal kurz erklärt.